Hallo und herzlich willkommen in diesem MOOC. Schön, dass Sie hier sind, um Ihre Diversitätssensibilität zu schärfen und Ihr Wissen über Privilegien, Vorurteile und Inklusion auszubauen. Mein Name ist Lisa Scheer und ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Fischer-Lessiak von der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung der Uni Graz für die Konzeption dieses MOOCs zuständig gewesen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Online-Kurses sind Erklärvideos. Das eine oder andere haben wir zwei auch selbst entworfen. Aber die meisten Videos haben KollegInnen, Studierende und externe ExpertInnen konzipiert und mit Leben gefüllt. Ihnen gilt an dieser Stelle unser größter Dank. So macht der MOOC nicht nur die Expertise an der Uni Graz sichtbar, sondern auch unsere Kooperationen und das Wissen in anderen Institutionen und Organisationen. Wie Sie feststellen werden, haben wir uns außerdem ein Video aus einem anderen MOOC sozusagen ausgeborgt. Ein Dankeschön geht somit auch an die ProduzentInnen dieses Videos. Die Vielfalt an unterschiedlichen Videoformaten, die Sie in den einzelnen Lektionen kennenlernen werden, stellt für uns ein besonderes Merkmal dieses MOOCs dar. Wir hoffen, dass Ihnen diese Abwechslung gefallen wird. Die Idee für den MOOC entstand im Anti-Bias-Zirkel der Uni Graz. Deshalb wird der MOOC auch Anti-Bias-MOOC abgekürzt. Er wurde 2024 leicht überarbeitet. Daher ist das 2024 im Kurslink mit dabei. Der Anti-Bias-Zirkel ist ein Gremium, das sich zum Ziel gesetzt hat, an der Uni Graz Barrieren abzubauen, Privilegien zu reflektieren, Normvorstellungen zu hinterfragen, diskriminierende und machterhaltende Mechanismen abzubauen, sowie einen inklusiven Ort fürs Lernen und Arbeiten zu schaffen. Ein Beitrag zur Erreichung dieser Ziele ist der Anti-Bias-MOOC, der nicht nur den Angehörigen der Uni Graz Sensibilisierung und Wissensaufbau ermöglicht, sondern darüber hinausgehend allen interessierten Menschen. Der MOOC umfasst 9 Lektionen, in denen genauer betrachtet wird, welche Bedeutung Alter, Behinderung, Klasse, Religion, Race und Gender in der Gesellschaft und insbesondere an der Hochschule haben. Es bleibt aber nicht bei der Analyse. In jeder Lektion finden Sie Anregungen zur Selbstreflexion und zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema. Handlungsanregungen kommen auch vor, sodass Sie am Ende eine Idee davon haben, wie Sie diversitätssensibel handeln, sich Ihrer Vorurteile bewusst werden und zur Inklusion in Ihrem Umfeld beitragen können. Wir empfehlen, dass Sie mit Lektion 1 starten und den MOOC mit Lektion 9 abschließen. Die Lektionen 2 bis 8 können Sie je nach Lust und Laune bearbeiten. Sie bauen inhaltlich nicht aufeinander auf. Bevor Sie jetzt mit diesem MOOC beginnen, noch ein Hinweis zu den Inhalten. In den einzelnen Lektionen werden mitunter Beispiele für Sexismus, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, Ageismus und Ableismus besprochen, was bei manchen Menschen unangenehme oder belastende Gefühle hervorrufen kann. Bitte gehen Sie achtsam mit Ihren eigenen Grenzen um. Wenn nötig, überspringen Sie ein Video oder schauen Sie es mit einer Vertrauensperson gemeinsam an. Und nun wünschen wir Ihnen ein anregendes Lern-, Reflexions- und Diskussionserlebnis.